Die Baureihe 01 gehört zu den ersten Einheitsdampflokomotiven der Deutschen Reichsbahngesellschaft, die ab 1925 gebaut wurden. Namhafte Lokfabriken haben in mehreren Bauserien bis 1938 insgesamt 231 Maschinen auf die Gleise gestellt. Die schweren Schnellzugloks mit der Achsfolge 2C1 wurden in den 30er Jahren zum Inbegriff des D-Zugdienstes bei der DRG. Begleiten Sie uns in vielen alten Szenen durch die Vor- und Nachkriegsgeschichte. Wir zeigen Ihnen den Betrieb bei der Bundesbahn bis zum Abschied 1973 und bei der Reichsbahn im Osten bis 1980. Wir präsentieren die Museumsloks 01066, 01118, 01137, 01150, 01180 und 01202 im Einsatz. Auch die heutigen kalten Exemplare haben wir nicht vergessen. Faszinierende Bilder aus dem Triebwerk und dem Führerstand werden Sie begeistern. Steigen Sie ein und fahren Sie mit oder begleiten Sie uns ins Bahnbetriebswerk. Ein Lokporträt der besonderen Art. Laufzeit 58 Minuten.